töten. Blau muss sterben. Für unseren Herrscher. Aber sowas von. Eure Werft hat ein Schiff fertiggestellt. Die Blase muss platzen. Die Blase muss platzen. Blau war doch keine... Ja, hier kann so viel, getroffen werden wie möglich. Hier, trifft das doch mal. Vielleicht ist es auch... Der baut sich auch noch aus. 700, der hat mehr als ich, oder? Yep, der hat auch mehr als ich, der ist auch schon auf Kaufleute-Status. Der hat sich auch ausgebaut. Mist. Das wäre ja zu einfach gewesen. Setzt neuen Kurs. Naja, wenigstens geht's vorwärts. Mach mal ganzes Geld hin. Eine Einheit wurde ausgebildet. Aye, aye, Captain! Ich habe nur noch 100 plus eigentlich. Nicht mal. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Muss ich denen eigentlich noch Schutzgeld zahlen? Ich müsste eigentlich schon stärker sein als die. Eine Tonne bitte noch. Setz die Vorsäge! So, die brauchen wir da. Mit denen könnt, bis die fertig sind, könnte ich dann eigentlich angreifen. Blau müsste ein leichtes Ziel sein, der hat nämlich keine Verteidigung. Klar, die Türme hier drin, aber das ist auch schon alles. Hier unten kann ich erstmal alles wegschroten. Soldaten sind ausgebildet. Und das ist sein größter Nachteil. Machen wir es mal so. Ich lass es mal an. Sehr gut, das verkauft sich sogar. Kann ich meine ledierte Haushaltskasse ein bisschen auf. Setzt neuen Kurs. Ehrlich gesagt, dich mache ich jetzt mal aus. Dich mache ich jetzt mal an. Neue Einheiten sind bereit. Sehr gut, starten wir die Offensive. Jawohl, mein Fürst! Ich muss doch eine Offensive starten, oder? Ich mach den einfach mal kaputt. Ich kann bestimmt was mit der Insel anfangen. Ich würde mal sagen, die müsste besser sein als unsere. Andererseits, ich muss bloß die Güter noch ranschaffen. Ich mach mal einen erstmal nur kaputt. Ich mach erstmal nur Blau kaputt. Und dann schauen wir weiter. In der Zwischenzeit könnte ich doch rein theoretisch hier Gewürze und Kakao holen. Gesichert. Fertig zum Enden. Okay, ich wusste ich. Volle Breitseite. Volle Breitseite. Gib Breitseite. Volle Breitseite. Volle Breitseite. So, nichts mehr gebaut. Breitseite!
wird immer gesagt, Evolutionsgebäude zerstören. Volle Breitseite. Oder Entwicklungsgebäude. Aha. Volle Breitseite. In die Wanten. Kann ich jetzt? Ja, erstmal anschießen und dann. Ne, wir müssen schnell fliehen. Nein, keine Chance. Hier nach. Zum Angriff. Das hat ihm wohl nicht so viel gebracht. Zu Diensten, mein Fürst. Angriff. Zum Angriff. Für Land und König. Keine Gnade. Für Land und König. Für Land und König! Für Land und König! Lange durchhalten wird das auf jeden Fall nicht. Wo ich sagen müsste, ich würde gerne hier hinten rankommen. Setz die Vorsegel! Für Land und König! Wir zum Angriff! So. Setzt dein Job. Oh, wo sind denn unsere ganzen Vorräte hin? Das machen wir mal aus. Klar, der kauft das jetzt. Keine Gnade, mir nach. Was ist denn seine Burg eigentlich? Ich kann sie tatsächlich nicht entdecken. Ich finde die Schwertschmiede. Für Land und König. Mir nach. Ach, Mensch, hier ist sie doch. Manchmal ist sie einfach blind. Keine Gnade. Die sollte ich wegmachen. Zum Angriff! Hier nach! Angriff! Zum Angriff! Meine Katze schnarcht schon wieder. Und König, gib mir die Seite. So. Das sollte erstmal genug sein, damit ich hier alles holen kann, was ich brauche. Zu Befehl! Zum Angriff! Für Land und König! Vielleicht reicht es ja wirklich, dass ich einfach nur 1000 Aristokraten kriege. Das sollen die Anwälte entscheiden. Okay, ich wollte gerade sagen, ich kann den nicht weg, solange das passiert. Keine Gnade. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Das kann er von mir aus. Hier muss jetzt erstmal eine neue Generation von Farm entstehen. Ich nenne sie Gewürzplantage.
Okay, klappt eigentlich soweit ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn wir nicht sehr kosteneffizient arbeiten, aber darum ging es mir ja auch erstmal gar nicht. Was wächst jetzt hier eigentlich? Weintrauben und Tabak kann ich bestimmt irgendwann gebrauchen. Zu Diensten, mein Fürst. Versuchen wir mal, die Häuser noch ein bisschen loszuwerden. Euer Konkurrent hat ein neues mittlerweile Schiff mittlerweile auch schon sehr in Mitleidenschaft gezogen sind. Für Land und König. Keine Gnade. Mir nach. Angriff. Mir nach. Sag mir mal den Bereich hier. So, es fehlen davon ein paar Sachen. Wenn wir das System so lange genug kaputt schießen, kriegt man ihn rein theoretisch auch pleite. Ich habe noch nie so lange gespielt, dass ich einen Gegner pleite hatte. So, hier hätte ich gern das mal. Entschuldigt bitte. Ich muss jetzt langsam mal anfangen. Dass ich hier bessere Sachen habe. Ach, kein Geld. Wo haben wir 15? Ja, okay, am Geld, aber. Wisst ihr, was ich meine? Zu Diensten, mein Fürst. Machen wir erstmal die Sachen kaputt, die was bringen. Ich habe ja gerade was abgerissen, was bringt. Was nichts bringt. Die Sachen hier zum Beispiel kann er verkaufen. Zum Angriff! Die haben zurückgeschossen. Für Land und König hier. Keine Gnade. Zum Angriff! Ach, was soll's. Land und König. Attacke! Keine Gnade. Mir nach. Für Land und König! Zum Angriff! Keine Gnade! So, mit den Gebäuden kann er jetzt eigentlich so nichts anfangen und sie kosten ihn Geld. Jawohl, mein Fürst! Seht ihr das? Sagen die auch. Das heißt, er ist eigentlich K.O. Also hier müsste ich eigentlich genug Gewürze rauskriegen später. Alkohol dürfte auch kein Problem darstellen. Hier kriege ich auch Tabak raus. Eigentlich habe ich schon alles. Mal sehen, wie viel es zurück schon. 5 Tonnen haben sie direkt gebraucht. Gut ist, wenn meine Soldaten sterben, da kriegt man auf jeden Fall wieder ein bisschen Nahrung. Klingt makaber, ist aber so. Ein bisschen Geld. Klingt echt makaber, ist aber wirklich so. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Ah ja, eine Stunde spiele ich schon. Oder anderthalb eher. Ich gesagt, ich hätte gern dich wieder unten. Hier kommt die Pest. Hier kommt die Maus. Ist
Diese Einkäufe müssen, die muss ich beenden auf jeden Fall. Nahrung und Holz, das muss wirklich aufhören. Ah, schön, Spadaus wieder erwischt. Keine Nachfragen, der auch nicht, oder? Ich würde gern wissen, wie viel Geld der noch hat. Eigentlich kann ich ihn so gut beschäftigen. Die könnte ich eigentlich sogar schon entwickeln jetzt. Aber wisst ihr, was noch viel wichtiger wäre? Ich habe jetzt auch noch ein paar Leute. Du kommst auch nochmal runter. Dich reparier mal und du holst dann Werkzeug und Co. Und ich glaube, dann übernehmen wir ihn einfach. Voller Breitseite! Keine Gnade! Jetzt hat er mich getriggert. Das hätte er wissen müssen, dass es passiert, wenn er sowas macht. Hat er direkt aufgegeben. Zu Diensten, mein Fürst. Es fehlt an Gewürzen. Jawohl, mein ja, Fürst. Ja. Mir nach. Müssen wir Sicherheitsentfernung kriegen. So mag ich das. Wenn der Gegner das macht, das ist arschig. Wenn ich das mache, ist okay. Ja, so sind die Computerspieler. Ein Glück hält das immer so ein bisschen. Ein Schiff wurde repariert. Danke. Du nimmst Werkzeug mit. Hat er auch direkt aufgegeben. Für unseren Herrscher. Nur noch der Turm hält das. Zu Diensten, mein Fürst. Jawohl, mein Fürst. Neue Einheiten sind bereit. Keine Gnade. Keine Gnade. Für Land und König! Mir nach! Mir nach! Für Land und König! Vom Angriff! Keine Gnade! Mir nach! Angriff! Angriff! Zu Befehl! Für Land und König! Wieder aufgegeben. Aber solange dann noch der Markt da ist und die Türme vor allem, kann ich da leider nichts mehr viel, nicht viel machen. Wenn ich so drüber nachdenke, müsste ich das ja eigentlich von dir aus kriegen. Eine Einheit wurde ausgebildet. Gib Breitseite! Zum Angriff! Vielleicht kann ich die Einheiten direkt wieder vernichten. Ich weiß nicht, ob die drei hier stark genug sind. Rein theoretisch brauche ich bloß eine einzige Einheit. Zum Schluss noch. Zu Befehl. Versuchen wir es erstmal. Für Land und König! Ich kann sie erschießen. Attacke! Nö, hat nicht ganz gereicht. Ich glaube, da fehlt noch ein Schuss oder so. Klingt, als wäre ich ein Fixer. Fehlt noch ein Schuss. Dann hole ich die Insel und dann habe ich auch genug Platz für Tabak, Wein und alles andere. Neue Einheiten sind bereit. In die Wanten! Zu Befehl!
Ey! Arsch. Setzt neuen Kurs. Rede ich mal. Du gehst auch hier hoch. Der baut sich wieder auf. Das kostet ihn nur Geld. Das wird ihn nicht retten. Das ist das Problem, wenn ihr den Konto nicht zerschießt. Dann passieren solche Späße. Schiffsreparatur beendet. Gewürze sind Mangelware. Läuft alles so ein bisschen aus dem Ruder. Aber es ist immer noch im Rahmen. Weiter geht's. Ja, da oben brauche ich dann ganz dringend. Du könntest eigentlich eine automatische Handelsroute machen. Meine Katze schnarcht schon wieder. Dieser Schnarchsack. Komm, wir fallen gleich hier ein, das geht schneller. Und anstatt die Sachen zu zerschießen, mach sie mir dann leicht und reiß sie ab. Mir nach. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Okay, er hat doch noch ein bisschen mehr ausgehalten, als ich dachte. Ja. Ich war erfolgreich. Was hat denn der verkauft? Nix. Was hat der eingekauft? Natürlich. Das ist eine Schule? Nee, danke. Kriegt es noch ganz, ganz knapp. Ja, kann wohl mich weitermachen. Wisst ihr was? Die löse ich jetzt mal auf. Weil ich nicht damit rechne, dass ich sie noch brauche, tatsächlich. Ihr alle drei geht runter, lasst euch reparieren. Und dann kommen wir mit neuen Vorräten hoch. Was brauchen wir hier? Wir müssen Stoffe, Alkohol, Tabak, Nahrung. Also die vier Sachen sollten wir hier runter liefern. Je zwei Schiffe. Eins ist mein Versorgungsschiff, dann müsste eigentlich ganz gut klappen. Das machen wir aus. Und vielleicht auch Holz. Kurz reparieren. Schiffsreparatur beendet. So, einmal voll beladen. Das erste für Getreide haben wir ja schon hier. Das gute Mutterkorn. Setz die Vorsegel! Schiffsreparatur beendet. Setz die Vorsegel! Aye, aye, Captain! Ich mache meinen gesamten Einkauf aus. Ich brauche das Geld. Ich bin jung und ich brauche das Geld. Das können wir eigentlich wieder anmachen. Und dann passen wir hier mal alles entsprechend an. Okay, der produziert schön Stein, das ist gut. Machen wir auch gleich mal ein Kontor 3 hier draus. Und
ehrlich gesagt. Gott, ist das eine Schnarchkatze? Ich weiß, man hört es nicht im Let's Play, aber... Sie schnarcht schon recht gewaltig. Ich reiße ihr mal alles ab. So. Ich würde das gern alles auf meine Art und Weise bauen, wenn ich ehrlich bin. Außerdem hasse ich diese Schandflecken im Nachhinein. Ich bin überhaupt kein Freund von. Okay, der wird nicht betroffen, das ist gut. Jetzt gibt's gutes Getreide endlich. Das kann ja nicht gut sein, wenn wir das die ganze Zeit immer kaufen müssen. Woran mangelt? Ach, jetzt haben wir schon mal kein Geld mehr. Eigentlich kaufe ich aktuell auch erstmal nichts mehr. Was haben wir denn eigentlich noch hier? Nahrung, Stoffe und wir liefern hier hin. Nahrung und Stoffe. Los! Ehrlich gesagt, sowas wollte ich ja eigentlich auch drauf bauen. Bloß besser als die KIs macht. Dann kann ich nämlich mit dem nächsten dann andere Sachen liefern. Holz zum Beispiel. Das war natürlich blöd platziert ein bisschen, aber es ist okay. Komm schon. Jetzt noch ein klein bisschen Holz und... Halt mal, bleib mal hier. Reparier dich, dann bringen wir Holz und Werkzeug hoch. Ein Schiff wurde repariert. Und dann starten wir die nächste Runde. Und zwar mit Stoffen. Wir wollen schon mal 10 Tonnen wieder. Das summiert sich auch. Und dann kann ich das hier vielleicht wegnehmen und vielleicht was anderes bauen. Und ehrlich gesagt, die Kanonengießerei da, die stört mich eigentlich eh ein bisschen. Aber warten wir mal ab. Ich brauche eh Aristokraten, dafür brauche ich noch ein bisschen mehr. Ich glaube, das Ding brauche ich jetzt auch nicht mehr erstmal. Wieder ein bisschen gespart. Das brauche ich vielleicht doch. Und das hier.